Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke herzlich für die Möglichkeit, hier zu berichten zum Planfeststellungsverfahren Fehmarnbelt. Und da wird es Sie vielleicht wundern, meine Damen und Herren von der SPD, dass ich das als positiven Tag feststellen kann. Denn das Belt-Tunnel-Planverfahren ist endlich auf der Zielgeraden. Alle Unterlagen zu den 12.660 Einwendungen liegen vor. Die Planänderungsverfahren sind abgearbeitet. Der schwierigste Teil des Planfeststellungsverfahrens liegt hinter uns. Jetzt ist nur noch die Beschlussschreibung. Nur noch die Beschlussschreibung, ist ein bisschen untertreiben, aber nur noch die Beschlussschreibung fällig. Das ist ein großer Erfolg und ich finde es herausragend, dass wir so weit bis zum heutigen Zeitpunkt auch tatsächlich gekommen sind. Als ich nämlich, lassen Sie mich das gerne sagen, vor neun Monaten die Planungen und den Planungsstand zum Fehmarnbelt übernommen habe, da war klar, dass da ein sehr ambitionierter Zeitplan dahinter steckt. Und das ist auch immer von uns so gesagt worden. Im Übrigen habe ich heute der Zeitung entnommen, dass Herr Stegner dazu gesagt habe, ich zitiere mal mit Genehmigung des Präsidenten, CDU und FDP haben beim Fehmarnbelt-Tunnel mit falschen Wahlversprechen gearbeitet und das, obwohl sie wissen konnten, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen keinen schnellen Zeitplan zulassen. Zitat Ende. Ich stelle freundlicherweise fest, Herr Stegner, der Zeitplan, der bewirken und nachdem der Sommer des Jahres 2018 als Feststellungsbeschluss beinhaltete, der ist nicht von den regierungstragenden Fraktionen heute. Dieser Zeitplan ist von meinem Vorgänger, von Herrn Mayer. Der hat den Zeitplan auf Sommer festgelegt. Und, meine Damen und Herren, da jetzt eben, das kritisiere ich auch gar nicht, ganz im Gegenteil, nur wenn Sie sagen, dass das ja quasi nicht einzuhalten war, dann kritisieren Sie im Nachhinein Ihre eigene Landesregierung von damals, meine Damen und Herren. Ich habe bei Übernahme vor neun Monaten aber gesagt, das ist sehr ambitioniert. Und trotzdem übernehmen wir diese Zeitplanung. Weil es mal um ein deutliches Signal in Richtung Dänemark geht, zu sagen, hey, wir wollen es wirklich richtig vorantreiben. Wir wollen hier mal die Hacken in den Teer packen, um tatsächlich nach vorne zu kommen. Und deshalb auch sagen, jawohl, wir halten an dieser sehr ambitionierten Zeitplanung fest, zumal wir dafür bekannt sind, dass wir sportliche Zeitpläne gut finden. Weil sie Ansporn sind und weil sie auch dazu führen, dass man tatsächlich macht. Nur eines war für mich im Sommer des letzten Jahres schon klar. Mit der Aufstellung, wie ich sie vorgefunden habe, wäre dieser Zeitplan niemals zu realisieren gewesen. Und deshalb ging es darum, schon sehr frühzeitig dann dafür zu sorgen, dass es eine andere Aufstellung gab, um die Abarbeitung des Zeitplans hinzubekommen. Deshalb haben wir das Amt für Planfeststellungen umorganisiert, neu aufgestellt und seit dem 1. Januar eigenständig an das Ministerium angebunden. Wir haben personell aufgestockt insgesamt und wir haben seit dem 1. Januar 2018 eine neue, sehr kompetente Leiterin des Amtes für Planfeststellung Verkehr, nämlich Frau Völkel, an Bord, die ein stringentes Projektmanagement eingeführt hat. Bei Übernahme hatte dieses Amt für Planfeststellung nämlich keine Leitung, meine Damen und Herren. Um das Planfeststellungsverfahren der festen Fehmarnbelt-Tunnel kümmern sich heute eine eigene Projektgruppe, die doppelt so stark ist als die Anzahl der Menschen, die vor noch neun Monaten darauf gearbeitet hat. Es sind neun unterwegs statt bisher vier. Teilaufgaben des Büros wurden nach außen verlagert an externe Büros vergeben und außerdem haben wir mit einem externen Planungsrechtsexperten die Koordinierung und Beschleunigung des Verfahrens beauftragt und begleitet, um das Verfahren dann auch tatsächlich richtig voranzubringen. Mit all dem gelingt es nun tatsächlich leider nicht, den Sommer des Jahres zu erreichen, sondern wir werden voraussichtlich drei Monate später sein. Und dies nun, meine Damen und Herren, nimmt der Herr Stegner zum Anlass, zunächst mal der interessierten Öffentlichkeit gestern Abend im Schleswig-Holstein-Magazin zu erklären, was denn Sommer in Schleswig-Holstein ist. Ich habe das interessiert zur Kenntnis genommen, denn Herr Stegner definiert jetzt den Mai zum Sommer eines Jahres. Das war eine scherzhafte Bemerkung, zu der ich dann nur sagen kann, die meteorologischen Grundkenntnisse sollten an dieser Stelle sagen, also vielleicht beginnt er jedenfalls nicht im Mai, er beginnt etwas später und er endet meteorologisch
am 21. September, Herr Kollege Stegner. Auch das, nein, Kalender, ja gut, dann von mir aus auch so. Übrigens, die Sommerzeit endet erst Ende Oktober. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Damen und Herren. Dass man bei einem 10 Jahre währenden Projekt, das in diesem Hause x-mal von einer Vorgängerregierung verschoben worden ist, jetzt mit 3 Monaten Verzögerung endlich in die Zielgerade kommt, das halte ich für einen Erfolg dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Und wer deshalb, meine Damen und Herren, angesichts dieser minimalen Zeitverzögerungen sagt, jetzt wollen wir einen Berichtsantrag, der darf dann gerne hören, woran es dann tatsächlich gelegen hat, weil auch das ist wichtig, darzustellen. Wir haben ein zweites Planänderungsverfahren durchführen müssen, das darauf basiert, dass es eine geänderte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur wasserrechtlichen Rahmenrichtlinie gibt. Und ich sage das hier ganz deutlich, weil ich das auch in der Zeitung gelesen habe und die eine oder andere Abgeordnete der SPD öffentlich ja verkündet, wer schuld daran ist oder wer das gesagt hat. Eine solche Veränderung der Rechtsprechung an einer wasserrechtlichen Rahmenrichtlinie kann weder eine Planfeststellungsbehörde, noch kann sie Zeman AS, noch kann sie der Minister oder eine dänische Regierung irgendwo erkennen. Dass sie aufgenommen werden muss, dass sie zur Nachbearbeitung der Planunterlagen führt, dass sie ein zweites Planänderungsverfahren notwendig macht, das zu einer weiteren kleinen Beteiligung führt, die dann zur Folge hat, dass man statt allen Unterlagen zusammengefasst per Oktober diese erst Anfang März im Lande hat. Das werfe ich weder Fehmarn AS, das werfe ich nicht dem LBV, das werfe ich aber auch niemanden vor. Das ist das, womit man rechnen muss, wenn man in solchen sehr, sehr komplexen Planverfahren unterwegs ist. Dass man aber bei dieser Verschiebung aufgrund dieser Komplexität es dann hinbekommt, 3 Monate nach dem eigentlichen Termin tatsächlich den Planfeststellungsbeschluss hinzubekommen, scheint mir ein Erfolg zu sein. Und lassen Sie mich auch das sagen, weil es auf der dänischen Seite eine Rolle spielt, dass an diesen 3 Monaten irgendetwas so wichtig sein sollte, dass sich jetzt das gesamte Projekt in irgendeiner Form dadurch verändert. Das glaube ich nicht, dafür habe ich auch keinerlei Signale und dankenswerterweise wird das auch nicht so sein. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss sagen, wer mit dieser minimalen Zeitverschiebung von 3 Monaten hier dann einen solchen Aufstand macht, der macht ein bisschen Sturm im Wasserglas. Sie, Herr Stegner, haben Ihren Minister früher immer sagen heißen, Gründlichkeit geht Ihnen vor Schnelligkeit. Wir stehen für Gründlichkeit und Schnelligkeit. Herzlichen Dank.